Cadante ist eigentlich ein Highlight im Flötenrepertoire, dieses Konzert in E-Moll. Das ist einfach eine tolle Mischung, dieses Stück aus sehr virtuoser Technik und sehr einprägsamen Opernmelodien. Was ich gerne hören will auf der Flöte, das ist ein reicher Ton, der also kräftig ist, aber auch irgendwo ein bisschen Zucker drauf hat. Also viel Obertöne, ein bisschen Schimmer gepaart mit Männlichkeit und Kraft. Das ist so meine Idealvorstellung eines Klangs. Atem ist bei der Flöte sehr unmittelbar, also der Atem geht direkt in das Instrument, ohne dass etwas dazwischen ist, wie ein Blättchen oder ein Doppelrohrblatt, wie bei der Oboe oder einem Fagott. Man hat also eine ganz direkte Verbindung zum Atem bei der Querflöte und das führt einfach dazu, dass man sich bei dem Instrument überhaupt nicht verstecken kann. Natürlich gut stimmen, der Klang. Er muss gut sitzen. Wenn das alles zusammenkommt, dann ist das der Idealton, den ich mir so vorstelle.